miteinander. Ich bin der Moser Florian, ich bin Bildungsberater an den Bezauer Wirtschaftsschulen und ich stelle euch heute die Werkraumschule vor. Die Werkraumschule besteht aus 4 Bereichen, zum einen Schule und Lehre, dann Vielseitigkeit und Praxis, Kaufmännisches und Digitales und dann noch das Gemeinsame und das Aktive. Grüß Gott miteinander, ich bin der Peter Fink, ich bin einer von Werkraumcoaches in der Werkraumschule. Und darüber zeige, dass unsere Werkraumschüler verschiedene Möglichkeiten dahin zum Praxis machen. Wir machen zuerst Betriebserkundungen, damit die Schüler verschiedene Berufe kennenlernen. Sie machen dann Schnuppertage, sie machen während der Schulzeit ein Pflichtpraktikum und zum Abschluss der Handelsschule gibt es auch eine Abschlussarbeit fürs Handwerk, um dann in eine verkürzte Lehre einzutreten. Also ich gehe jetzt schon 2 Jahre in die Werkraumschule und das Gute, was ich sagen kann, ist, dass wir ein Jahr weniger Lehre haben. Das heisst, wir sind die 5 Jahre mit Schule und Lehre fertig. Und was wir auch haben, ist Coaches, die schauen gut zu uns und die führen uns durch die ganze Schule und durch die Lehre und das passt. Gut, als Lehrerin von der Werkraumschule kann ich ein bisschen den kaufmännischen Teil vorstellen. Unsere Leute werden ja nicht das Handwerk haben, sondern sie lernen noch ganz viel fürs Büro. Von Rechnungswesen, also Buchhaltung angefangen, bis zu ganz viel Informatik. Es sind 5 Stunden Informatikunterricht in der Woche. Haben alle ein eigenes Notebook in der ersten Klasse noch für die Schule. Und auch schaffen sie ihre eigenen Geräte oder warum. Informatik ist bei uns auch pro verbunden mit dem Handwerk. Darum machen eigentlich alle unsere Werkraumschule auch einen CAD-Grundkurs. Wir in der Werkraumschule tun doch voll cooles Zeug in unserem Sportunterricht. Wir sind als Klasse gemeinsam aktiv. So kann zum Beispiel unser Sportunterricht im Winter auf der Skipiste und im Sommer im Freien auf dem Volleyballfeld passieren. Des Weiteren gibt es unser Outdoor-Wochenende an der Nerdler-Doma, wo wir Zimmerzeug baut und auf dem Feuer kochen. Und unser absolutes Highlight in der 2. Klasse ist die Sportwoche. Die ist jedes Jahr in Kärnten am Millstätter See. Und da haben wir die Möglichkeit, zum verschiedenen Sportarten auszuprobieren. Also ich bin der Markus, ich bin da in die Schule gegangen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick gekriegt in die Schule und was sie kann. Ich bin zufrieden damit, mit dem, was ich gemacht habe. Und man sieht sich bei Fragen, melden euch.